Moin Leute, was geht ab? Euligost wieder am Start. Und zwar mit einem neuen Pokémon Go Video, denn wir haben neue Pokémon Go News. Wir bekommen ein neues Update. Und was für ein Update, Leute. Es wird viel einfacher. Es wird also vieles wird vereinfacht. Viel besser zum Ansehen und so. Wir fangen direkt hier an mit dem ersten Bild. Ihr seht es schon, Bewertung. Es geht hier um Bewertung, um einfaches Bewerten. Ihr seht unter Dialga, seht ihr das mit den Sternen, Angriff, Verteidigung und KP-Werte. Das sind dann halt, wo immer zum Beispiel euer Trainer dann immer sagt, ja, dein Pokémon ist okay, hat so und so und so viel, seine beste Eigenschaft ist Angriff hier und da, dann wisst ihr, okay, das liegt so zwischen 10 bis 15. Hier ist es viel einfacher, denn ihr habt die Balken. Hier zum Beispiel, okay, das ist ein 100er, Balken sind komplett rot und voll. Das heißt, wenn wir jetzt hier unsere Tabellenstatistik ansehen, habt ihr hier 0 bis 15. Das heißt, wenn der Balken jetzt, sag ich mal, fast voll ist, ist er bei 14 und so. Ist ganz cool, müsst ihr nur die Tabelle irgendwie, glaube ich, immer dabei haben oder ihr prägt euch das ein. Ich glaube, das ist eigentlich sehr einfach zum Einprägen. Wird nicht so schwer sein. Dann, was auch cool ist, ist hier nochmal bei Dialga jetzt, ihr seht unten neben dem Trainer die Pfeile. Das heißt, wenn ihr einfach weiter swipet, wird direkt das nächste Pokémon, was bei euch in der Reihe ist, direkt bewertet. Das heißt, ihr müsst nicht mehr auf Bewerten drücken und da durchklicken. Ihr habt direkt die Tabelle und die Sterne, wie gut es ist, ob es schlecht ist. Das heißt, ihr könnt es einfach schneller, ihr könnt schneller den 100er finden. Ihr könnt schneller die Pokémon, die nicht gut sind, könnt ihr einfach wegwerfen. Es ist viel einfacher, es ist viel, viel nicer und man hat alles auf einen Blick. Dann haben wir im Pokédex, haben wir ein paar neue, nicht Pokédex, im Pokémon Suchverhältnis jetzt, gibt es neue Befehle. Wir können jetzt männlich-weiblich suchen. Das heißt, wenn das Update natürlich rauskommt, können wir männlich-weiblich suchen. Dann haben wir das mit dem Sternensystem, haben wir dann natürlich auch drin. Das heißt, 0 Stern, also 0 Asterix, glaube ich, nennt man das. Also ich nenne es jetzt einfach 0 Stern. Wenn ihr das eingibt, kommen die Pokémon von 0 bis 50%. Dann 1 Stern. Von 51 bis 65%, das, ich habe es jetzt ein bisschen aufgerundet, denn es gibt ja viele nicht, gibt ja keinen 99%iger und so, das gibt es ja nicht. Aber ich habe die jetzt so ein bisschen aufgerundet. Dann 2 Stern ist 66 bis 80% und 3 Stern wäre dann 81 bis 98% und 4 Stern ist natürlich der 100er. Das heißt, auch wenn ihr die Pokémon noch nicht bewertet habt, könnt ihr einfach 4 Sterne eingeben und ihr bekommt alle 100er auf einen Blick. Das heißt, ihr müsst ihn nicht mehr suchen, ihr müsst ihn nicht mehr umbenennen, denn ich habe bei mir, habe ich zum Beispiel meine 100er, ich habe zwar nur 4 Stück bis jetzt, habe ich immer mit so einem Punkt vor dem Namen gegeben, so dass ich, wenn ich einen Punkt suche, dass dann direkt halt die 100er kommen. Das heißt, das müsst ihr alle nicht mehr machen. Ihr müsst einfach nur 4 Sterne eingeben und dann sind die 100er da. Easy. Easy. Richtig schön und vereinfacht. Ja, das war schon mal das erste Thema. Jetzt kommt das zweite Thema und Team Rocket. Wer hätte es gedacht? Team Rocket, man sieht es überall, man hört es überall. Es wird jetzt mal Zeit, dass es jetzt endlich mal hier rauskommt, was wir bekommen werden. Also, es gibt viel über Krypto geredet, Shadow Pokémon, Purified Pokémon. Und ich bin halt gespannt, wie sie es aufbauen. Ich weiß ja nicht, ob ihr es noch kennt. Von den 2000ern, ich weiß jetzt nicht das Datum genau, denn ich habe das Spiel zwar gesuchtet wie sonst was, das war Pokémon Colosseum und Pokémon XD, das war das alles mit diesen Krypto-Pokémon, das heißt, man musste halt gegen Trainer kämpfen oder ich glaube da waren 100 Trainer zum Schluss oder so, das war eigentlich voll cool aufgebaut und immer wenn ein Pokémon dann so lila war, also wo man dann so halt gesehen hat, okay, das ist ein Krypto-Pokémon, die musste man dann battlen und dann fangen. Und wenn man sie gefangen hat, musste man sie zuerst mal entkryptonisieren. Ich glaube, das ist richtig, ich weiß es nicht, aber... Oder entpurify, ich weiß jetzt das deutsche Wort nicht dafür. Ich glaube, entkryptonisieren, ich glaube, wir bleiben bei dem Wort. Dass man die halt wieder normal macht, so. Das heißt, so auf einen normalen Stand bringen. Und, aber sie sind halt schwerer zu leveln. Das heißt, ich bin gespannt, wie Pokémon Go das umsetzen wird. Ob wir das jetzt bekommen werden, so dass wir in der Arena die battlen müssen, also so wie ein Raid, sowas gefühlt, oder ob man die dann auch so anklicken kann und dann sieht man, oh, okay, die sind, das sind Krypto-Pokémon und dann müssen wir die battlen
Oder zuerst fangen und dann irgendwie entkryptionisieren? Ich weiß es nicht. Also ich würde es cool finden, für mich persönlich, dass man die anklickt und dass man dann so wie bei in dem Gameboy-Spielen oder halt wie bei der Gamecube bei Colosseum XD, dass man halt die bekämpfen muss und dann fangen kann. Und dann später halt entkryptonisieren kann und so dann normal benutzen kann und leveln kann und entwickeln kann hier und da. Und es wäre auch cool, glaube ich, die einfach so zu behalten, weil die einfach cool aussehen. Kann ich mal hier eins zeigen, und das ist ein Enton. So würde das dann vielleicht aussehen. Sieht eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen. Also Enton mit roten Augen und so ein bisschen lila Flammen so. Sieht nicht schlecht aus. Ja, aber ich bin gespannt, wie sie es machen. Ich freue mich drauf. Und ja, halt wie oft die spawnen werden. Wie man sie entkryptonisiert, wäre natürlich auch eine Frage, ob wir dann neue Objekte bekommen, vielleicht neue Pokebälle bekommen. Ah, ich weiß es nicht. Man kann da vieles reininterpretieren, aber im Endeffekt müssen wir halt warten, bis das Update rauskommt und bis halt Team Rocket da ist, ne? Das war Thema Nummer 2. Jetzt kommen wir zum letzten Thema, und das habt ihr schon vorher gesehen, und zwar das Pikachu. Strohhut Pikachu. Als ich es zum ersten Mal gesehen habe, war ich so: Ruffy? Bist du das? One Piece? Crossover mit One Piece? Und war ich so: okay, das google ich jetzt mal. Und ich habe hier was gefunden, und es ist tatsächlich ein One Piece Crossover. Was halt sehr cool ist. Das heißt, wir kriegen den Pikachu One Piece Ruffy am 22. Juli bis zum 29. Juli. Können wir den fangen? Warum es ein Crossover ist, das habe ich natürlich gegoogelt, weil es mich interessiert. Ich bin ja auch ein großer One Piece Fan. Und hier ging es darum, dass Kumamoto, also ich weiß nicht wann genau, ich kenne die Daten nicht, ich habe mich jetzt nicht so wirklich informiert darüber. Da gab es halt ein Erdbeben und da wurde halt sehr viel zerstört. Und der Herr Eiichiro Oda ist einer der größten Unterstützer des Wiederaufbaus von Kumamoto. Das heißt, er spendet und hilft bei dem Aufbau. Und er hat auch mehrere One Piece Statuen gespendet, die dann aufgebaut wurden und das dann auch im Ingame halt Pokestops sind und die halt so Geschichten erzählen. Von Kumamoto wahrscheinlich. Und dadurch kam halt dieses Crossover mit Pikachu und One Piece. Da auch Pikachu, also Pokémon Go, 3 Jahre wurde und One Piece 22 Jahre wurde, haben die gesagt, okay, wir machen Crossover, das wäre ganz cool, auch so ein bisschen zum Unterstützen etc. Und deshalb bekommen wir ein One Piece Pikachu, was halt richtig cool ist. Sieht cool aus, ist wieder was für die Kollektion natürlich, bestimmt auch in Shiny. Ich würde sagen, Pichu dann safe auch. Wäre ganz cool, denn ich habe den Geburtstags-Pichu leider nicht bekommen. Was auch immer, wie auch immer. Ich hoffe, dass ich den Strohhut diesmal bekomme. Und wir bekommen Safe Call auch Avatare, neue Avatare dazu. Das heißt, Strohhut muss sein. Auch ganz cool. Und ja, ich bin gespannt. Also vom 22. bis 29. Juli könnt ihr Pikachu Strohhut treffen. Vergesst nicht, wer die Pikachu-Medaille noch nicht hat mit den 300 Pikachus. Jetzt, das ist dann wieder der Moment, dass die Medaille zu sammeln natürlich, Pikachus zu sammeln. Und ja. Das war's. Das sind großartige News. Ein schönes Update wird das werden. Ich freue mich drauf. Ich weiß zwar noch nicht genau, wann es kommt, aber wenn sie es schon angeteasert haben, dann sollte es demnächst auch kommen. Vielleicht nach dem Community Day. Nee, müsste nach dem Community Day sein. Community Day ist ja am 21. mit Hydropi. Und danach kommt Pikachu Strohhut. Ja, dann würde ich sagen, dass es bald da ist. Und ich verabschiede mich für heute. Dann geht's beim nächsten Mal weiter. Macht's gut. Haut rein. Tschaußen.